Es liegt nun schon ein paar Wochen zurück. Am 8. Mai fanden sich viele Interessierte zu einer Feierstunde auf der Kriegsgräberstätte am Rande des Kappesborder Berges in Runkel ein. Gemeinsam mit den Schülern der Klasse 10a der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel präsentierte der Landesverband Hessen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die aktuellen Forschungsergebnisse der Schicksale des Zweiten Weltkrieges, die hier in Runkel auf der Kriegsgräberstätte ihre letzte Ruhe gefunden haben. In seiner Begrüßung zeigte sich der Bürgermeister von Runkel, Friedhelm Bender, über die große Anzahl der Besucher erfreut, die an einem Dienstagnachmittag der Einladung zur Feierstunde gefolgt waren. Ich bin sehr, sehr überwältigt von dieser Resonanz. Und ich sage, der Rahmen hätte nicht schöner sein können bei diesem herrlichen Wetter, bei dem Vogelgesang ohne Dirigenten und bei einem Mitwirken von einer jungen Generation, die sich bereit erklärt hat, unter anderem mit Frau Faust, hier auch eine Patenschaft zu übernehmen. Die Jugend lernt aus der Geschichte. Sie lernt aus der Geschichte für die Zukunft. Und das wird sicherlich den Dr. Zabel aus Selders freuen. Keine Zukunft ohne Vergangenheit. Der Staatsminister AD, Karl Staatsacher vom Landesverband Hessen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, erklärte das Leitbild der Kriegsgräberfürsorge, die Erinnerung an das Leid der Menschen wachzuhalten und die Verständigung, Versöhnung und den Frieden unter den Menschen zu fördern. Und etwas weiter heißt es, die Kriegsgräberstätten im In- und Ausland entwickeln wir als Orte des öffentlichen Gedenkens, der Erinnerung, der Begegnung und des Lernens weiter. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verändern sich die Erinnerung und das Gedenken. Nur noch wenige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind unter uns. Und die Angehörigen, die die Toten persönlich gekannt haben, werden in absehbarer Zeit nicht mehr da sein. Gemeinsam mit der Bildungsreferentin Frau Judith Sucher vom Hessischen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge haben die Schüler und Schülerinnen der Klasse 10a der Johann-Christian-Senckenberg-Schule anlässlich ihres Projekttages 9 Einzelschicksale näher erforscht. Anhand der Biografien wurde mit vorhandenem Quellenmaterial vertiefend jedes Schicksal durchleuchtet, rekonstruiert und erfasst. Auf 9 Stahlstelen wurden die Ergebnisse für jeden nachlesbar festgehalten und veröffentlicht. Daniel Schlamowitz, 37 Jahre, Grab 55. Der polnische Leutnant Daniel Schlamowitz wurde 1902 als Sohn einer jüdischen Familie in Lodz geboren. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebte er als Angestellter in Inokola. Im September 1939 geriet er in deutsche Kriegsgefangenschaft. Interniert war er in einem Lager für Offiziere in Hadamar, Wo er nach wenigen Monaten starb. Als Todesursache wurde Herzschlag angegeben. Es ist nicht klar, woran er wirklich starb. Ein Herzschlag gestorben? Das stimmt doch nicht. Ja, eine typische Ausrede, um einen Mord zu vertuschen. Ob seine Frau und seine 2 Töchter davon wussten, oder waren sie zu diesem Zeitpunkt selber schon Opfer des Holocaust? Leider wird das für immer ungeklärt bleiben. Gemeinsam mit Bürgermeister Friedhelm Bender enthüllte Staatsminister AD Karl Staatsacher die neue Gedenktafel, die den Charakter der Grabstätte als Sammelfriedhof für unterschiedliche Gruppen von Kriegstoten hervorheben und als Lernort der historisch-politischen Bildung unterstreichen soll. Auch Lydia Aumüller aus Villmar hatte sich schon frühzeitig bei Nachforschungen zur Villmarer Geschichte mit den Schicksalen von Zwangsarbeiterinnen befasst und so auch die heute noch lebenden Schwestern der hier beigesetzten Vera Schlonskaja in Petersburg ausfindig gemacht. Es entstand eine 9-jährige Brieffreundschaft. Ich konnte unter anderem die Frage der Schwestern, wo liegt unsere Vera begraben, mit einem Foto von hier, von dem Grab vom Runkeler Friedhof beantworten. Und ich schrieb mir zurück, nun kann ich beruhigt sterben, wir werden nicht vergessen. Dann hatten mein Mann und ich das Glück, die beide in Petersburg zu besuchen und konnten Näheres erfahren, wie der Aufenthalt in Aumnau war. Sie sind in 3 deutschen Lagern gewesen, in der Zeit, wo sie als Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Und da hat es ihnen praktisch in Aumnau am besten gefallen. Sie wurden bewacht von einem Bahnbeamten, nicht von der SS, aber die arbeiteten zusammen. Zusammen mussten sie die Zwangsarbeit machen.
und die Vera ist dann an Nierenleiden gestorben. Christa Pullmann, Vorsitzende der Gesellschaft für christliche jüdische Zusammenarbeit, und der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Runkel, Carsten Adams, hielten abschließend ein interreligiöses Friedensgebet in Gedenken an die im Zweiten Weltkrieg Verstorbenen. Jetzt ist es für uns an der Zeit, dass wir einander im Bewusstsein unserer Vergangenheit begegnen. Mit ehrlichen Absichten, mit Mut und der Bereitschaft, einander zu vertrauen in Liebe und Zuversicht. Wir rufen, der Frieden stiftet in seinen Höhen. Er stifte Frieden für uns und die ganze Welt. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind.